Auf dem Weg von Delhi nach Mandara machen wir eine kurze Pause in einem kleinen Ort. Unsere erste Begegnung mit Indien. Ziemlich müde von der langen Reise laufen wir noch etwas plan- und ziellos herum. Durch Mandara verlief früher die alte Seidenstraße. Aus diesem Grunde siedelten sich hier die großen Handelsfamilien der Shekhawati an und ließen ihre Häuser mit hübschen Malereien verzieren. In den sandverwehten Straßen des Haveli-Viertels sind besonders viele, teilweise kuriose Wandmalereien zu sehen. Die überreich mit Mustern und Bildern verzierten Kaufmannshäuser erzählen aber auch von einer feudalen Vergangenheit, in der die Rajputen, der alte Adel Rajasthans, das unumschränkte Sagen hatte. Sie leben noch dort, tragen auch immer noch ihre Titel, zurückgezogen in ihren Herrenhäusern, von denen einige in romantische Hotels umgebaut wurden. Neues Haus mit neuer Malerei. Die Malereien, die wir hier sehen, die sind nicht mit Mineralfarben oder Pflanzenfarben, sondern mit Chemiefarben von der heutigen Zeit.
Jamse, mein Junge. Ein unverwechselbares Flair durchdringt die historischen Gemäuer der herrschaftlichen Burg, die bis vor kurzem noch die Residenz eines Maharajas war. Heute ist das Schloss in ein komfortables Hotel umgebaut, in dem der einstige Besitzer als Hotelier fungiert. Keines der Zimmer gleicht dem anderen. Alle besitzen ihren individuellen Charakter und unterscheiden sich in Größe und Ausstattung. Die prächtigen Grabdenkmäler der Rajputen bei Bikaner sind Relikte aus glanzvollen Zeiten. Achtzig gründete Rao Bika im Herzen der Wüste Thar die Lehmfestung Bikaner. Der Ort entwickelte sich rasch zum Knotenpunkt der Karawanenroute. Ab dem 16. Jahrhundert bauten und erweiterten Raja Singh und seine Nachfolger den Stadtpalast von Bikaner, das Junagarh Fort. Thank you.